Die Fluggesellschaft Iceland Air hat vor kurzem ihre aktuellen Quartalszahlen für das erste Quartal 2019 vorgestellt und dabei eine, wie ich finde, sehr interessante Frage in den Raum geworfen, über die man sich dort bei Iceland Air selbstverständlich schon etwas länger Gedanken macht, die aber jetzt aufgrund von aktuellen Ereignissen eventuell doch etwas anders beantwortet werden könnte. Und zwar gibt es jetzt laut Iceland Air drei Möglichkeiten für die langfristige Flottenplanung bei der Fluggesellschaft. Und das ist wirklich interessant. Das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Fangen wir mal an mit einem kleinen kurzen Überblick. Iceland Air ist jetzt nach dem Verschwinden der Wow Air in Island recht alleine unterwegs. Und es gilt jetzt, diese Chance zu nutzen und das jetzt schon relativ interessante, attraktive Streckennetz immer weiter mit dann auch hoffentlich wirklich zufriedenen Kunden auszubauen. Eine große Menge an Potenzial sagt man der Fluggesellschaft ja schon seit einigen Jahren nach und das hat sich bis jetzt auch nicht wirklich geändert. Auf den ersten Blick klingt das aber auch wirklich sehr einleuchtend, dass hier bei Iceland Air noch eine ganze Menge möglich ist. Auch wenn man jetzt auf die ersten Quartalszahlen schaut des Jahres 2019 und dort ein Minus findet von 55 Millionen Dollar, was dabei dann nochmal ganze 20 Millionen Dollar schlechter ist als das Minus, das man im Vorjahreszeitraum, also im ersten Quartal 2018 präsentieren musste. Das sollte einen aber jetzt selbstverständlich nicht direkt entmutigen, bedeutet auch erst einmal gar nicht wirklich etwas Schlimmes. Wir haben darüber ja schon etwas ausführlicher gesprochen, als wir über die Verluste der Lufthansa-Gruppe im ersten Quartal 2019 gesprochen haben. Auch hier bei Iceland Air gilt, das erste Quartal ist meist das schlechteste. Und das holt man dann im Laufe des Jahres, also jetzt in den nächsten Monaten wieder raus und bleibt dann hoffentlich auf der positiven Seite. Was ebenfalls aus der ersten großen Bilanz des neuen Jahres hervorging, ist, dass es mehr Passagiere für Iceland Air gibt. Und das ist erst einmal natürlich etwas Gutes, denn das gibt einer Fluggesellschaft guten Grund weiter zu wachsen. Interessanterweise wird dieses Wachstum jetzt aber nicht angetrieben durch Passagiere, die über Island in die USA fliegen möchten oder über Island in Richtung Europa weiterfliegen wollen, sondern durch Passagiere, die nach Island reisen. Also Iceland Air ist auf gar keinen Fall eine Fluggesellschaft, die nur ordentliche Verbindungen von Europa über Island in die USA oder andersrum anbieten muss, sondern Iceland Air hat auf jeden Fall auch die Aufgabe, die Menschen, die das Land Island hauptsächlich als Touristen dazugewinnen konnte, diese Menschen schon auf der Reise zufriedenzustellen und sie zufrieden nach Island zu bringen mit einem guten Produkt, mit einem guten Service oder wie auch immer, so dass es den Leuten passt. Man möchte nämlich erreichen, dass die Leute, die aus den USA oder die aus Europa für Urlaub nach Island kommen, dass diese Leute Iceland Air wählen, weil sie da Lust drauf haben, weil es eine gute Fluggesellschaft ist und nicht, weil es gerade wenig Alternativen gibt und weil, naja, da war halt gerade was frei. Letzteres klingt logischerweise nicht wirklich nach einem guten und langfristig funktionierenden Geschäftsmodell. Aber gut, ein weiterer wichtiger Punkt, der bei der Präsentation vorgestellt wurde, das ist die Auslastung. Und diese ist im ersten Quartal in den letzten drei Jahren stetig schlechter geworden bei Iceland Air. Liegt jetzt bei 76,4%. Und ich weiß, das ist kein wirklich unüblicher Wert für das erste Quartal bei Iceland Air und der ist auch gar nicht so negativ, wie er jetzt auf den ersten Blick zu sein scheint. Allerdings ist er trotzdem ausbaufähig. Schaue ich mir dann aber die vermeintlich zumindest beliebten Strecken von Deutschland aus mit Iceland Air über Island in Richtung USA an, San Francisco beispielsweise, dann ist es oft so, dass ich gar keinen Platz mehr in der Economy Class finde, sondern mir dann ein Upgrade, ein 2.500 € Upgrade auf die Saga Class vorgeschlagen wird, die für mich als Normalverbraucher, aber vielleicht auch gar nicht so wirklich interessant ist. Und dann denke ich mir doch ganz automatisch, eventuell ist Iceland Air für mich als potenziellen Kunden doch nicht so wahnsinnig interessant und ich schaue mich mal lieber woanders um. Dann schaue ich mir aber noch die Kommentare an, die ihr unter anderen Videos dargelassen habt, in denen wir schon über Iceland Air gesprochen haben. Diese Kommentare sind teilweise sehr ausführlich und höchst interessant und dann finde ich ganz schnell heraus, dass diese Saga Class für dieses Geld, für die Leute, für die sie interessant sein sollte, gar nicht interessant ist. Denn diese Leute, die sich für dieses Produkt interessieren sollten, die interessieren sich für dieses Geld lieber für einen Direktflug von Deutschland aus mit einem guten Platz in der Business Class und alles funktioniert und dann nehme ich doch das, was mir bekannt ist und probiere Iceland Air erst gar nicht aus. Also, ihr versteht wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Klar, Iceland Air ist eine Fluggesellschaft mit einer ganz langen Tradition. Die gibt es als wirkliche Iceland Air schon seit Ende der 1970er Jahre. Ihre Ursprünge gehen aber zurück auf die 1930er Jahre und bei dieser Fluggesellschaft hat sich in den letzten Jahren auch sicherlich schon einiges verbessert. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass da noch ganz viel Potenzial drin steckt.
Und dieses Potenzial, das kann man jetzt nicht von heute auf morgen nutzen, aber das kann man langfristig nutzen, wenn man es jetzt erkennt. Und das sage ich selbstverständlich jetzt nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich gerade herausgefunden habe, dass es bei Iceland Air noch ganz viel Potenzial gibt, sondern das denken natürlich auch die Verantwortlichen der Fluggesellschaft bzw. die Verantwortlichen der Unternehmensgruppe, die über dieser Fluggesellschaft steht. Und deswegen schrecken diese Leute auch nicht davor zurück, ihren Aktionären jetzt verschiedene, ganz unterschiedliche, aber höchst interessante Pläne für die noch relativ ferne Zukunft zu präsentieren. In ihrer Präsentation zu den aktuellen Quartalszahlen stellten diese Verantwortlichen dann also ganz konkret drei Möglichkeiten für die langfristige Flottenplanung der Fluggesellschaft vor. Und dazu nochmal ganz kurz vorweg, Iceland Air betreibt zum aktuellen Zeitpunkt eine reine Boeing-Flotte. Diese Airline gehört zu den wenigen Fluggesellschaften, die heute noch mit einer Kombination aus Boeing 757 und Boeing 767 unterwegs sind. Davon gibt es wirklich nicht mehr viele und Iceland Air ist höchstwahrscheinlich auch die einzige Fluggesellschaft, die mit dieser Kombination von Flugzeugen auch noch weiter wachsen möchte. Spätestens 2023 soll eine weitere, alte, gebrauchte 767 dazukommen. Diese Kombination von Flugzeugen findet man im großen Stil zumindest eigentlich nur noch in den Vereinigten Staaten. Dort allerdings im starken Abbau. Oder aber hier in Deutschland bei der Ferienfluggesellschaft Condor, die ist auch mit Boeing 757 und 767 in dieser Kombination unterwegs. Und genauso wie eine Condor fliegt auch Iceland Air sehr gut mit diesen Maschinen. Die Flugzeuge passen genau ins Anforderungsprofil. Die passten da aber auch schon vor 30 Jahren rein. Mit anderen Worten, es ist natürlich kein Geheimnis, diese Flugzeuge werden mittlerweile ziemlich alt. Mit einem Durchschnittsalter von mehr als 20 Jahren ist die Iceland Air Flotte jetzt wirklich nicht mehr die jüngste. Und da sind die ganz neuen Maschinen vom Typ 737 MAX schon mit eingerechnet. Davon hat man 6 Stück. Aber am meisten Flugzeuge hat man von der Boeing 757. Davon hat man ganze 28 Stück. Und zwei davon, das sind Boeing 757-300. Und diese sind mit knapp 18 Jahren auch die beiden jüngsten Maschinen in der 757-Flotte. Die restlichen 26 Exemplare kommen demnach aus der 200er Reihe der Boeing 757 und sind im Schnitt etwas mehr als 24 Jahre alt. Die älteste von ihnen kommt sogar aus dem Jahr 1990 und das ist für ein Passagierflugzeug echt schon ganz schön alt, geht damit schleunigst auf die 30 Jahre zu und in diesen fast 30 Jahren hat genau diese Maschine schon 15 Mal den Betreiber gewechselt. Ja, das ist zwar oft auch nur innerhalb Islands passiert, manchmal aber auch in Richtung Kolumbien oder generell in Richtung Amerika. Und auch wenn das Flugzeug von innen halbwegs auf einem modernen Stand ist, das ist echt kein Punkt, mit dem man für diese Fluggesellschaft Werbung machen kann. Mit den vier Boeing 767, die Iceland Air noch in der Flotte hat, sieht es nicht unbedingt viel besser aus. Auch diese Maschinen sind mittlerweile über die 20 Jahre drüber. Ja, und dann hat man halt noch die Boeing 737 MAX. Die ist natürlich relativ neu. Davon hat man mittlerweile 6 Maschinen in der Flotte. Und die älteste von ihnen ist gerade mal vor 2 Monaten ein Jahr alt geworden. Also alles noch sehr entspannt. Aber ihr ahnt es sicherlich schon, an parkenden Flugzeugen, die können noch so frisch sein von innen und außen, da kann man sich nicht wirklich dran erfreuen. Gut, bei der Präsentation zu den Quartalszahlen wurde aber auch schon mitgeteilt, dass man sich gerade mit dem Flugzeughersteller in intensiven Gesprächen über mögliche Entschädigungszahlungen befindet. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Gut, jetzt aber zu den drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist dabei völlig klar, man bleibt bei der aktuellen Flottenstrategie. Iceland Air hält dann die Boeing 757 so lange wie möglich in der Flotte, tauscht die Maschinen aber Stück für Stück gegen die neue 737 MAX aus. Dazu aber ein kleiner Punkt, mal nur am Rande. Die 737 auch in der Version MAX 9, wie sie bei Iceland Air unterwegs sein wird, hat etwa 5 bis 10 Plätze weniger als die 757, so wie sie aktuell bei Iceland Air fliegt. Das ist kein wirklich großer Unterschied, aber die 737 MAX ist ein kleineres Flugzeug, mit ganz nebenbei auch gut 1000 Kilometer weniger Reichweite. Mit dieser Strategie möchte man es dann spätestens 2025 schaffen, dass die Hälfte der Flotte der Iceland Air aus der Boeing 737 MAX besteht, in den Versionen MAX 8 und MAX 9. Ja, und die andere Hälfte setzt sich dann zusammen aus 5 Boeing 767, wie gesagt, da kommt ja noch eine dazu, und dann aus 19 Boeing 757, die dann noch übrig geblieben sind. Ja, gut, zweite Strategie. Also man beschleunigt dann das Ganze, und zwar mit dem A321neo. Ups, wo kommt der jetzt der Airbus her? Der kleine, aber feine Unterschied an dieser Strategie, man nimmt sich das knapp 7000 Kilometer weit fliegende Flugzeug von Airbus, den A321neo dazu und löst dann in Kombination mit der ähnlich weit fliegenden 737 MAX 9 die Boeing 757 bei Iceland Air schneller ab. Gut. Ja, dann jetzt mal der Blick auf Strategie Nummer 3 und da wird's interessant. Man stellt die komplette Flotte der Iceland Air auf Airbus um. Hä? Also eine komplette Boeing-Flotte auf Airbus umzustellen, das innerhalb möglichst kurzer Zeit, das klingt jetzt alles andere als einfach.
aber für Icelandair eher durchaus nachvollziehbar und deswegen ist die ganze Sache auch so spannend. Die Fluggesellschaft und die dazugehörende Unternehmensgruppe hat Investoren, verschiedene Investoren, große Investoren, die man überzeugen könnte. Was dabei rauskommt, wäre höchstwahrscheinlich erst einmal eine auf dem A321neo aufbauende Flotte. Dieses Modell scheint für die isländische Hub-Airline nämlich gar nicht mal so schlecht geeignet zu sein. In der Long-Range-Variante, die es vom A321 ja aktuell schon gibt, bietet das Flugzeug eine Reichweite von etwa 8000 Kilometern, in der Konfiguration, in der es dann bei Icelandair unterwegs sein würde. Mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass da von Airbus ja eventuell noch ein weiteres Modell mit einer nochmals erhöhten Reichweite kommen wird. Aber bleiben wir mal bei dem aktuellen A321neo LR oder A321 LR, wie er richtig heißt. Flüge von Reykjavik nach San Francisco beispielsweise wären damit gar kein Problem. Oder auch in Richtung Karibik kann man alles ganz entspannt abdecken. Und da wird es dann mit der 737 MAX 9 oder mit dem A321neo als normale Version, da wird es dann langsam etwas dünn. Dazu würde man sich mit dieser Entscheidung eine Flugzeugfamilie ins Haus holen, die definitiv auf diesen Strecken deutlich mehr zu bieten hat als die 737 MAX und die auch ein deutlich besserer 757-Ersatz ist als die 737 MAX. Gleichzeitig macht man sich damit aber auch mehr oder weniger unabhängig von einer möglichen 797, von der man eben noch gar nicht weiß, ob und wann sie kommen wird. Und so lange kann Icelandair nicht warten. Ihr merkt schon, ich bin von dieser dritten Strategie wirklich überzeugt. Für welche Airline, wenn nicht Icelandair, könnte der A321neo in der Long-Range-Variante denn bitte besser passen? Andere Fluggesellschaften beschränken sich nun mal auf Europa oder auf Amerika. Dort passt dann der A320 und auch die Boeing 737 absolut perfekt. Und wenn diese Fluggesellschaften an Langstrecke fliegen möchten, dann kaufen sie in Anführungszeichen richtige Langstreckenmaschinen. Also sie kaufen Whitebodies, sie kaufen einen A330, eine 777 oder irgendwelche anderen Flugzeuge, die auf jeden Fall ein gutes Stück größer sind als die Standard-Rumpflugzeuge, die Airbus oder Boeing aktuell im Angebot haben. Bei diesen Fluggesellschaften ist es oft ganz oder gar nicht und bei Icelandair ist es ganz einfach aufgrund der Lage der Homebase Reykjavik wirklich etwas anderes. Bei dieser Fluggesellschaft entscheidet sich durch die Reichweite eines für Icelandair passenden Flugzeuges und das ist oftmals eben kein Whitebody, da entscheidet sich durch die Reichweite dieses Flugzeuges die Attraktivität und der Umfang des Streckennetzes. Und wenn man sich das heutige Streckennetz der Icelandair noch mal so ein bisschen anschaut, dann findet man raus, da ist durchaus noch ein bisschen was zu holen. In Europa und auch in Amerika. So eine Entscheidung für die Strategie Nummer 3 hätte aber selbstverständlich nicht nur Vorteile. Der größte Nachteil ist ganz offensichtlich der enorme Investitionsaufwand, der dann auf Icelandair zukommen würde. Also gar nicht unbedingt, weil es dann neue Flugzeuge geben muss. Von mir aus Airbus oder Boeing ist dabei völlig egal, denn neue Flugzeuge muss es sowieso geben, sondern vielmehr aufgrund der Tatsache, dass man sich dann ja quasi umentscheiden würde. Wir lassen dabei mal die Beliebtheit der 737 MAX aus dem Spiel. Ob diese Maschine wirklich langfristig bei vielen Passagieren unten durch ist, das können wir jetzt einfach nicht beurteilen und ich denke mal, da würden wir uns ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn wir jetzt sagen, dass man mit der 737 MAX doch gar nicht mehr planen muss. Aber am Ende vielleicht noch ganz kurz, was ich mir für eine perfekte Icelandair wünschen oder vorstellen würde. Ich würde mir wünschen, dass diese Fluggesellschaft mit einem ganz klaren Produkt an den Start geht, bei dem auch wirklich ganz klar erkennbar ist, für wen das Produkt gedacht ist, weil das ist zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht so. Und dann wünsche ich mir ein interessantes und umfangreiches Streckennetz, einen guten Sitz in einem modernen Flugzeug, auf dem ich zu guten Konditionen sitzen kann und auf dem ich dann von Städten wie Hamburg oder Düsseldorf über Island in die USA beispielsweise fliegen kann. Der Zwischenstopp in der Mitte an einem dann hoffentlich gut ausgestatteten Flughafen ist doch auch alles andere als verkehrt. Dafür zahle ich eventuell etwas weniger Geld als derjenige, der den Lufthansa-Direktflug von Frankfurt in Richtung USA genommen hat. Also diese Fluggesellschaft braucht eine klare Ausrichtung mit einem klaren, modernen Produkt in guten Flugzeugen, mit denen sie auch Geld verdienen können, damit sie in der Konsolidierung nicht untergehen. Aber da bin ich selbstverständlich auch wie immer sehr gespannt auf eure Meinung. Ich denke aber mal, dass Icelandair dann noch sehr viel weniger eine schlechte Alternative ist, als sie es jetzt schon sind. In diesem Sinne soll es das damit für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich sehr auf eure Meinung zu dem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.